Enttäuschende Zahlen in der Berichtssaison führen am Aktienmarkt immer wieder zu Schnäppchen. Am gestrigen Dienstag hat es ASML und die United Health Group erwischt. Beide Qualitätsaktien stürzten um 16 respektive 8% ab. Ob sich bei den beiden Aktien um ein Schnäppchen handelt, sie jetzt kaufenswert sind, erfährst du selbstverständlich richtig in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren. Wir interessieren uns für Qualitätsaktien, sowohl ASML als auch die United Health Group. Das sind beides Qualitätsaktien, das heißt, die Unternehmen steigern langfristig ihre Gewinne. Wer langfristig dabei ist, hat deshalb auch schon schöne Kursgewinne gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob die Aktien günstig bewertet und entsprechend kaufenswert sind. An der Stelle immer ganz wichtig, keine Verkaufsempfehlung. Aber es gibt viel zu lernen, so wie hoffentlich doch immer. So, wir fangen mal an, würde ich sagen, mit ASML hier im Aktienfinder. Und vielleicht zeige ich das auch ein bisschen anders. Und zwar hat ASML eigentlich erst diesen Mittwoch Zahlen berichten wollen. Hier ist der kostenlose Earnings-Kalender. Das ist der Stand von gestern. Also so sah der Earnings-Kalender gestern auf. Ich habe ihn immer noch im Browser offen. Sie haben aus Versehen die Zahlen bereits gestern geleakt. Das heißt, sie haben sie gestern veröffentlicht wegen einer technischen Panne. Und dann ist Folgendes passiert. Die Zahlen wurden also gestern am Dienstag veröffentlicht. Und man sieht hier Kursreaktion minus 15,6 bzw. aufgerundet kaufmännisch 16%. Ihr seht dann hier, Gewinn pro Aktie und Umsatz wurden übertroffen, aber der Ausblick war schlecht. Und entsprechend sind auch andere Halbleiterhersteller nach unten gerauscht. Auf den Ausblick müssen wir jetzt ein bisschen eingehen. Und zwar sind die Aufträge, also die zukünftigen Umsätze, deutlich niedriger ausgefallen, als das man geschätzt hat für das nächste Quartal, und zwar um über 50%. Nur 2,6 Milliarden Euro anstatt 5,4 Milliarden Euro. Und entsprechend hat das Management auch den Ausblick gekürzt für das komplette Geschäftsjahr 2025 auch. Gesagt, sie werden jetzt maximal 35 Milliarden Euro haben sie den Umsatz bzw. die Umsatzerwartung gekürzt. Also für 2025 liegt jetzt die Spanne bei 30 bis 35 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass wir, jetzt gehen wir wirklich mal in ASML-Aktienfinder rein, dass man sich dann auch so anschaut, vor allem wenn es ganz, ganz frisch ist und es dann nur um wenige Stunden handelt und ihr dann die Aktie analysieren wollt, was wird denn da angezeigt in den Schätzungen, weil die Schätzungen sind ja wichtig, sind so zukünftigen Erwartungen und daraus leiten wir dann auch den fairen Wert ab. Und hier siehst du, Umsatzschätzung für 2025 liegt bei 35,7 Milliarden. Und das liegt jetzt also noch etwas über der Spanne des Managements, die gesagt haben, jetzt zwischen 30 und 35 Milliarden. Entsprechend ist dann auch hier die Gewinnschätzung hier noch etwas zu optimistisch. Und das müssen wir dann nachher alles berücksichtigen, wenn wir die Aktie analysieren. Zunächst aber nochmal allgemein, wir sehen jetzt dadurch, dass die Auftragseingänge enttäuschend waren, dass es doch nicht so rosig ist bei den Halbleitern bzw. in der Chipindustrie oder Halbleiterindustrie, wie man sich das aufgrund des AI-Booms gerne wünschen würde. Es gibt den AI-Boom, ja, Nvidia insbesondere profitiert davon. Aber andere Industrien wie Automobilindustrie oder allgemein die Industrie, viele Industrien, ich sag's mal so, die dann auch Kunde sind von Halbleitern, da läuft es halt nicht so rund. Und entsprechend geht die Nachfrage momentan zurück. Und ein großes Risiko haben wir ja bezüglich ASML, vor allem bezüglich China. Kein Markt ist so stark gewachsen wie China hier in Blau. Die haben jetzt im letzten Geschäftsjahr über ein Viertel, hier seht ihr es, des Umsatzes gemacht. Nur noch übertroffen von Taiwan hier, die noch etwas mehr gemacht haben. Die zusammen machen ungefähr 55% des Umsatzes aus. Und das sind Krisengebiete. In Taiwan könnte es ja gegebenenfalls knallen irgendwann, was wir nicht hoffen. Und China wird mit Sanktionen belegt durch den USA, die enormen Druck machen. Es ist mittlerweile auch ein Verbot angestrebt, dass nicht TSMC, sondern ASML-Maschinen, die sie schon nach China geliefert haben, zum Beispiel warten dürfen. Und kurzfristig haben diese Sanktionen dazu geführt,
dass aus China mehr Bestellungen gekommen sind, insbesondere dann für die Maschinen, die sie eben noch bestellen dürfen. Aber längerfristig haben wir hier ein hohes Risiko und dem muss man sich natürlich bewusst sein. Wenn wir jetzt in die Bewertung reingehen wollen, gucken wir uns erstmal hier an, was die Aktie gemacht hat. Und hier sieht man diesen dünnen Strich hier, das ist der Kurssturz. Die Aktie ist so stark gefallen wie, ich glaube, noch nie in diesem Jahrtausend. Und wenn wir jetzt hier mal Year-to-Date machen, mal logarithmisch, dann sieht man das Ganze. Und das sind jetzt hier die 15%. Ach, guck mal, hier im Tagesverlauf ist die Aktie nochmal günstiger geworden. Hier, zack. Ne? Ja, ich muss jetzt erwischen hier genau den einen Tag. Zap. Die ist jetzt nochmal, die fällt jetzt noch. ASML fällt weiter. Also -20%, über -20% dann sogar in Summe. Und langfristig war es natürlich trotzdem ein sehr gutes Investment. Ich denke, das kann man hier eindrucksvoll sehen. Und wir haben ja hier im Qualitätscheck einmal das Layout, sieht man hier auch, wie schön die Gewinne langfristig steigen. Jetzt eine kleine Delle und das könnte natürlich eine Einstiegschance sein. Bezüglich Einstiegschance, das zeigt nachher, dass andere Halbleiterhersteller natürlich auch im Fahrwasser von ASML mit in die Verlustzone gerutscht sind. Das zeige ich nachher noch. Machen wir erstmal ASML fertig. Ja, jetzt kommt die Bewertung, würde ich sagen. Kann man sich erstmal die Multiples angucken. Was nehmen wir? Den bereinigten, den bilanzierten Gewinn. Man sieht, das macht keinen großen Unterschied. Ich nehme den bilanzierten Gewinn, weil der wird mehr geschätzt. Das sieht man nachher im nächsten Chart. Und da gibt es also mehr Analystenschätzungen und ihr könnt sehen, wir sind hier ungefähr im historischen Mittel, immer noch leicht drüber. Das heißt, die Aktie ist nicht günstig, sie liegt immer noch leicht über dem 10-Jahres-Schnitt. Das müsste man hier nochmal deutlicher sehen, genau. Wir haben aktuell ein bilanziertes KGV von 37 und der Schnitt ist bei 32. Ich sagte, wir nehmen den bilanzierten Gewinn, das machen wir jetzt auch, legen den fairen Wert drüber. Ich zoome mal ein bisschen rein und dann sehen wir hier deutlich, das in schwarz die Kursentwicklung und dann haben wir hier die grüne Linie. Das ist dann der faire Wert, da sehen wir hier viele Phasen der Überbewertung und jetzt haben wir hier die Korrektur, also diesen Abverkauf. Wir sind jetzt nah am fairen Wert wieder, aber wir müssen jetzt berücksichtigen, dass diese Schätzungen, das sind zwar neue Schätzungen, das heißt, keine dieser Schätzungen ist älter als 3 Monate bzw. 90 Tage, aber es gab ja gerade jetzt eben gestern das Update mit dem gesenkten Ausblick des Managements und mit den schwachen Auftragseingängen. Und jetzt gucken wir, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt einfach das Renditepotenzial so ermitteln und dann sagen, jetzt Renditepotenzial jährlich jetzt für 2 und ein Vierteljahr liegt bei 27% beziehungsweise bei dem fairen Wert von 1061 Euro zum Ende 2026, bei wäre das komplett Rendite bei Erwartung bei 70%, dann wäre das ja zu positiv. Vorschlag meinerseits, was man einfach machen kann, ist, man lässt sich hier den Prognosekorridor einblenden und dann sieht man, dass es optimistische und pessimistischere Schätzungen gibt. Und jetzt gehen wir mal von der pessimistischeren Schätzung aus, lege dann der faire Wert bei 970 statt 1060 Euro, gucken dann, was da für ein Renditepotenzial bei rauskommt. Das wäre immer noch 22% bis aufs Jahr, beziehungsweise 55% insgesamt bis Ende 2026. Das setzt aber sicherlich voraus, dass wir kein Problem haben werden bezüglich China bis dahin. Allgemein sollte man ja sowieso nur in ASML investieren, wenn man glaubt, dass wir keine massiven Umsatzeinbrüche sehen werden bei China, geschweige denn, also beziehungsweise erst recht nicht, einen Krieg zwischen China und Taiwan. Ansonsten würde man ASML sicherlich nicht kaufen. Und insofern würde ich da auch keinen Bewertungsabschlag vornehmen, weil wer daran nicht glaubt, der sollte die ASML-Aktie nicht kaufen. Was aber durchaus sein kann, das ist, dass konjunkturell es weiter lahmt, die Auftragseingänge legen es ja nahe und dann kann man nochmal ein bisschen tiefer stapeln und zwar relativ deutlich noch einen fairen Wert auf 800 Euro reduzieren von 972 beziehungsweise, Moment, wo sind wir jetzt? Hier von, ganz schwer ablesen hier, ich mache mal das hier raus, wo waren wir gewesen? Bei ungefähr 960 oder so.
im Video nochmal zurückspulen. Ich habe es mir nicht genau gemerkt, aber man könnte das hier auf 800 Euro reduzieren. Dann hätte man aber immer noch hier ein Renditepotenzial von 12% bzw. jährlich bzw. knapp 30% bis Ende 2026. Das heißt, das wäre immer noch attraktiv. Lange Rede, kurzer Sinn. ASML ist ein Monopolist. Das ist so ähnlich wie Nvidia. Die sind technologisch einfach sehr weit voraus in der Halbleiterherstellung bzw. als Ausrüster von Halbleitern. Wenn das politische nicht wäre, das politische Risiko, dann wäre diese Aktie für mich definitiv ein Kauf. Dann hätte ich sie sicherlich auch schon im Firmendepot. So ist es ein Investment, leider mit erhöhtem Risiko. Wer das politische Risiko nicht scheut, für den aus meiner Sicht wäre die Aktie bereits kaufenswert. Das heißt, da wäre eine überdurchschnittlich hohe Renditeerwartung da, mit der man den breiten Aktienmarkt schlagen kann. Wer sich noch unsicher ist, kann natürlich warten, ob die Aktie noch weiter durchbricht und dann entsprechend Kauflimits setzen. Vielleicht hier irgendwo bei 600 Euro oder sogar irgendwo bei 550 Euro. Dann wäre entsprechendes Renditepotenzial entsprechend ja, höher. Also hier könnte man dann ein Kauflimit setzen. Ich mache das mal, weil ich neugierig bin und automatisch benachrichtigt werden möchte, falls die Aktie weiter an Wert verlieren sollte. Das wäre die erste Aktie gewesen und ich hatte ja noch kurz gesagt, dass andere Halbleiterhersteller auch deutlich gelitten haben. Ich zeige mal hier, welche das unter anderem betrifft. Und da wären einige, also Applied Materials, Clark Corporation oder Lam Research, die auch alle Dividende, allerdings relativ wenig ausschütten, sind alle aus den USA und die sind alle mitgehangen, mitgefangen. Die könnt ihr dann auch gerne selber analysieren. So, die zweite Aktie, die ich versprochen hatte, das ist die United Health Group. Das ist die alte Version des Kalenders. Da seht ihr, dass wir hier nur die Prognosen haben. Kursreaktion gab es damals schon, zack. Und hier seht ihr jetzt den aktuellen Stand, United Health Group. Auch die haben, so ähnlich wie ASML, die Zahlen erstmal geschlagen für das abgelaufene Quartal. Allerdings Kursreaktion minus 8,1%, lässt schon vermuten, dass der Ausblick nicht gerade berauschend war. Und der Grund sind höhere Ausgaben und niedrigere Vergütungssätze, insbesondere bei Medicare und Medicaid. Und das heißt, der bereinigte Gewinn, und jetzt wollen wir mal UNH, das ist das Symbol von der United Health Group, und geben wir jetzt auch einen Qualitätscheck. Der bereinigte Gewinn, also das da in Braun für das Jahr 2025, also der Ausblick, der ist gesenkt worden. Und zwar soll er liegen bei 30 anstatt 31,60. Und ihr seht hier, bereinigter Gewinn, 31,1 wird er noch geschätzt. Management sagt 30. Und auch hier müssen wir so leicht nach unten korrigieren, wobei es so ist, dass das Management bei United Health Group immer sehr konservativ schätzt und eigentlich dann seinen eigenen Ausblick schlägt. Also das ist der Normalfall und sie stapeln hier wieder tief. Ihr seht hier übrigens einen großen Unterschied zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn. Hat damit zu tun, dass es ja einen Hackerangriff gegeben hat bei der United Health Group und er hat, wie ihr hier seht, ganz schön an Gewinn gekostet, aber das eigentliche operative Geschäft, das läuft entsprechend gut und United Health Group kann ja auch reagieren auf niedrigere Vergütungssätze beispielsweise oder höhere Rechnungen von Krankenhäusern, indem sie Leistungen kürzen. Das heißt, ihnen sind nicht die Hände gebunden und selbst das Management geht ja davon aus, dass der Gewinn weiter steigen soll. Also für 2024 hätten wir jetzt hier noch 27,70 und dann sollte das im nächsten Jahr bei 30 US-Dollar sein. Also wir haben hier ein schönes, ja, auch eine schöne Qualitätsaktie und die ist ja auch bei uns im Steuerdepot übrigens drin. Und wir haben hier dynamisches Dividendenwachstum, Dividendenrendite übrigens. Wenn wir schon dabei sind, liegt momentan bei 1,4% und hier sieht er, es soll weiter erhöht werden, soll dann bei 1,8% Anfang 2026 liegen und hier wieder nach hinten raus, da fliegen Analysten weg und dann ist hier irgendjemand geblieben, der entweder seine Dividendenschätzung nicht angepasst hat oder sehr pessimistisch ist bezüglich der United Health Group, dass hier hinten nicht für bare Münze nehmen. Das passiert ab und zu nach hinten raus, wenn kaum noch Analysten übrig sind. Genau, was gibt es noch zu sagen?
Meiste haben wir schon erwähnt, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir können jetzt mal hier in die Performance gehen. Auch da sieht man hier, dass wir einen sehr schönen Wert haben. Langfristig mehrfach 10-Bagger, year to date. Auch nicht so schlecht gelaufen, aber hier haben wir jetzt eben entsprechend den Abverkauf von minus 8,1%, wie wir es schon im Earnings-Kalender gesehen haben. Der Earnings-Kalender ist übrigens kostenlos. So, das heißt, jetzt gehen wir mal in die Bewertung rein. Hier nehmen wir den bereinigten Gewinn. Warum? Weil wir da hier dann diese Auswirkung des Hackerangriffs nicht drin haben und das bildet den eigentlichen Geschäftsverlauf besser ab. Und man sieht aber, so günstig ist die Aktie auch nach dem Kursrückgang nicht. Das heißt, man sieht schon grafisch erstmal, dass das aktuelle KGV etwas über dem durchschnittlichen KGV der letzten 10 Jahre liegt. Wir sehen aber auch hier, basierend auf dem aktuellen Kurs, dass wenn der Gewinn weiter steigt, wie prognostiziert, dann würde das KGV immer weiter sinken. Und dann heißt das heißt nichts anderes, als dass man mit Kursgewinn rechnen darf. So, was heißt das jetzt aber für die konkrete Renditeerwartung? Und da gehen wir jetzt mal auf den bereinigten Gewinn. Man sieht auch mal, wie schön der verläuft hier. Und dann blenden wir den fairen Wert entsprechend ein. Moment, die Bewertungslinie machen wir mal raus. Zoom mal näher ran und wir sehen hier die Überbewertung erstmal. United Health Group ist ja ganz gut gelaufen. Hier sind wir aktuell. Und wenn wir jetzt einfach nur die aktuellen Schätzungen nehmen würden, da hätten wir eine Renditeerwartung aufs Jahr von 9,2%. Wir wissen aber, dass es noch etwas zu optimistisch ist, nachdem das Management den Ausblick gesenkt hat. Auch hier würde ich den Prognosekorridor einblenden. Man sieht, dass es relativ eng ist, der Korridor. Man kann aber runtergehen und das heißt, der faire Wert würde auch sinken von 656 auf 627 Dollar. Das wäre also der Punkt hier unten. Wenn wir jetzt uns die Renditeerwartung angucken, dann hieße das jährlich 7,1%. Das heißt, das wäre irgendwo im breiten Aktienmarkt, dass die Rendite, die man hier erwarten könnte. Kann man machen. Ich würde an der Stelle aber eher empfehlen, noch ein Kauflimit zu setzen. Vielleicht kommt die Aktie ja noch ein bisschen zurück, dann in Tranchen zu kaufen. Wenn man sie für 500 zum Beispiel kriegen würde, hier für 500 US-Dollar, dann wäre die Renditeerwartung basierend auf der pessimistischen Prognose 12% jährlich anstatt um die 7%, also schon deutlich mehr. Auch die United Health Group, also aus meiner Sicht ein Fall für ein Kauflimit. ASML könnte man ja theoretisch gleich kaufen, bewertungstechnisch, wenn man mit den politischen Risiken klarkommt. So, das waren die United Health Group und ASML. Und auch die United Health Group hat natürlich andere Krankenversicherer im Schlepptau nach unten gezogen, tendenziell. Das wären dann die hier. Sentinel Health, Elevance Health und Humana könnt ihr auch selber analysieren. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, ja, Earnings Season hat ja gerade erst angefangen, was als nächstes so ansteht, dann hier geht in den Earnings-Kalender rein. Ich tue das unten verlinken, das schöne Teil. Bald kommt TSMC beispielsweise, morgen Netflix kommt dann auch. Das ist also ein sehr interessantes Unternehmen. Am Tag darauf kommt beispielsweise Procter & Gamble. Und dann geht es erst richtig los. Die Logos laden hier gerade nicht. Ach doch, da sind sie. Dann geht es ja SAP, Texas Instruments, Tesla, Coca-Cola, Amazon und so weiter und so fort. Okay, meine lieben Aktienfreunde, ihr seht, Aktien machen Spaß und bringen auch gute Rendite langfristig, wenn wir in Qualitätsaktien investieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, war spannend. Und ich gehe davon aus, dass es nicht das letzte Sondervideo zu den laufenden Earnings war. Ciao!